Drei großartige Lebenswerke, drei regionale Leitbetriebe mit Weltruf, drei herausragende Persönlichkeiten und ein würdiger Rahmen. Thomas Kvöllner, Heinz Pöttinger und Ernst Hutterer wurden für ihre wirtschaftlichen Verdienste mit dem Ehrenring der Stadt Christkirchen ausgezeichnet. Alle drei sind Unternehmer, die schon lange in Christkirchen Tradition haben. Ein Unternehmen besteht 60 Jahre, eins 125 und unser Leitbetrieb feiert 150 Jahre. Es zeichnet sich aus, dass sie in der Region geblieben sind, dass sie versuchen, den Weltmarkt von Christkirchen aus zu bedienen. Das heißt, es ist möglich und dass daher die Innovation und die Forschung, die dahinter steckt, gerade die Arbeitsplätze auch in die Zukunft hineinbegleitet. Sie haben eine Vision, sie haben Ideen. Sie haben einen Spirit und einen Geist, der seinesgleichen sucht. Und ich glaube, das macht es aus. Und ich glaube auch, die Unterstützung von den Frauen im Hintergrund ist eine ganz wichtige. Bilder sagen mehr als 1000 Worte, so ein altes Sprichwort. Gemeinsam mit Hatte 1 hat die Stadt Christkirchen eine kleine Hommage an die Ehrenringträger in Form von Filmen liebevoll zusammengestellt. Wir haben heute eine ganz spezielle Form gewählt, also wir wollen nicht nur ein Wort ehren, sondern wir wollen auch Bilder jetzt zur Sprache kommen lassen. Also es sind Wegbegleiter interviewt worden, die dann eben da zu sehen sind. Es ist dann auch Lieblingsmusikstück noch abgefragt worden. Also wir haben wirklich geschaut, dass wir es sehr individuell, sehr persönlich und sehr wertschätzend machen. Ich glaube, mit Demut und Dankbarkeit darf man sowas annehmen. Man fühlt sich ein bisschen erhoben, aber muss man aufpassen, dass man am Boden bleibt. Aber es ist einfach Demut, Dankbarkeit, dass eine Stadtgemeinde so etwas tut und dass man diesen Ring bekommt. Herzlichen Dank dafür. Mich persönlich freut natürlich auch, dass ich das in der nächsten Generation auch bekommen habe, weil mein Vater hatte auch den Ehrenring erhalten. Die Arbeit, was ich mache oder meine Mitarbeiter machen, es macht uns ja Spaß und wir machen es gerne und für das geehrt zu werden, ist natürlich schon sehr beeindruckend. Zugleich wurde allen drei Unternehmern auch der Top-Betriebs-Award überreicht. Die Stadt Christkirchen ist stolz auf ihre Ehrenringträger.